Ich glaube, ich hole mir so einen Fischermantel. Und eine rostige Klinge. Fragt euch, hey, du hast doch gerade ein dickes Schwert bekommen. Ja, aber ich habe noch ein Schild und das dicke Schwert ist zweihändig. Ich will zu einem Wackelpudding. Kann man, ich Verlernt habe immer noch Würfel. nicht verstanden, wie man das Zeugs verkaufen kann. Du Ach, würdest, wenn du im Scheiße. Markt bist, dann klickst du, dann gehst du auf dein Inventar. Und dann Ich kannst du glaube, die ich Sachen laufe anklicken danach und nochmal ganz verkaufen. kurz nach Holzrauch in den Markt. Andererseits kannst du es, glaube ich, auch irgendwann woanders dann verkaufen, wenn du es gerade das Gold nicht unbedingt brauchst. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich nur am Markt. Es gab nur zwei Gold. Ja, das war meine Anfangswaffe. Ah. Ah, scheiße, ja, das hätte ich auch verkaufen können. Buch der Gelehrten. Oh, blöd nur, dass mein Schild nur plus 3 Ausweichen macht und keine Verteidigung gibt. Das ist ein bisschen schade. Dann Na kann gut, aber ich. drei Ausweichen ist auch nicht schlecht. Ja, aber dann kann ich auch gleich mein fettes Schwert anlegen. Macht halt 2 Schaden mehr. Aber das Gute bei der Klinge ist, ich muss nur 2 Würfel werfen. Ja. Okay, und sie wird bei einem kritischen Fehler zerbrechen. Ach, egal. Guck, jetzt kann ich die Fledermaus boxen. Der Plan ist einfach perfekt. Ja. Schön, dass die Fledermäuse uns alle erstmal angreifen können. Die haben halt viel Geschwindigkeit. Aber ich habe meinen Kurzbogen, der gegen fliegend ganz gut ist. Mal guck Ich mal, wie mach mal den fancy ich mittlerweile. aussehe. Meinem Regenmantel. Macht bitte mal nicht die in der Mitte, weil ich glaube, ich mache ja Flächenschaden mit der durch die Explosion. Ah. Ja, Neuer ich mache Skill durch den Flächenschaden. Bogen. Na, toll! Das hat sich jetzt gerade angehört, wie wenn du es wirklich machst. Oh, ich dachte, ich treffe komplett, dann wäre es K.O. gewesen. Egal. Ja. Dodge Master. Ein Dodge Master. Nett, du bist für heute raus. Schade, aber danke fürs Dabeisein. Ich schicke dir dann nachher den Steam Key und die Tasse kriegst du sowieso. Genau. Gute Nacht, schönen Nachmittag. Weiß gar nicht. Ich mach mal den linken auch noch, weil dann kann das Set Nee, mit nee, nee. Flächenschaden Ich eigentlich. doch, Guck mal, guck mal, ich wer hab. als nächstes drankommt. Oben in der Zeitleiste. Und den haust du kaputt. Also das siehst du, indem du durchwechselst. Nein? Ja. Ah. Weil der würde halt wieder Schaden machen, das wäre dumm, wenn wir den nicht umlegen. Ist das dein Ich bin Hauptangriff jetzt. oder Das Special? ist jetzt der mit dem neuen Ich habe ein kleines Kurzbogen, Problem. der Special. Ich kann noch einen Faustschlag machen. Wie viel Schaden machst du? 5? Naja, versuch's. Aber ich mache mal einen Fokuspunkt, weil ansonsten habe ich ein Problem. Ich habe nur 60% pro Slot. Kann nicht sein Ernst sein. Autsch. Ja, natürlich würfeln die immer perfekt. Das ist so kacke in diesem Spiel, das regt mich jedes Mal auf. Ja, das ist aber seit random. Wir haben auch schon Runden gespielt, weißt du, dann kommen dann so irgendwelche Riesen-Zentauren oder wie auch immer die heißen. Die haben dann so Angriffe, wo 5 Würfel sind und die treffen immer perfekt, wo du denkst, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Natürlich bist du nach 2 Schlägen tot. Ich rüste mal wieder meinen verbrannten Wälzer aus. Jo. Das ist echt dumm. Du kannst zum Beispiel einen Schritt laufen und den Rest zu heilen verwenden. Ja, ich bin bloß Ich gerade möchte mal gemeint begrenzt, worden. Ninja, du warst in der Stadt und wolltest den Fokus dir Wollen wir über wiederherstellen. das Chaos Anführer? Ja, natürlich Aber ich wollen habe wir nicht wieder genug dahin. Geld dafür. Soll ich uns da mit reinziehen? Ich glaube, Nee, das ich glaube, reicht das nicht. reicht nicht. Aber du kannst es ja mal ausprobieren. Ich bin am überlegen, ob ich auf die Fledermaus da gehe. Alter, nee, die ist Level 3. Aus.
Ah, ist eine Vampirfledermaus. Wie weit ist denn der Radius von dem Lager? Eins. Also wir müssen direkt nebendran stehen. Okay, gut zu wissen. Weil sonst wäre ich unterm Berg gestanden und einer von euch hätte reinlaufen sollen. Ja, worauf wartest du? Ja, ich guck gerade nochmal, sehe jetzt aber nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Ach, Sepp kommt zu mir. Es gibt noch mehr von euch. Ihr solltet stattdessen wirklich drüber nachdenken, euch uns anzuschließen. Nö. Auf die Fresse erstmal. Ja, ich würde tatsächlich. Sollen wir nicht den Anführer zuerst machen? Weil ich glaube, der hat bestimmt irgendwelche Special-Attribute oder so. Nee, würde ja hier stehen. Aber er hat. Nee, ich meine, halt so Special-Attacken meine ich halt. Achso. Nee, geh auf den mit dem Feuer. Der ist richtig nervig. Der verbrennt uns halt ständig. Ja. Nice. Und verlangsamt. Ha, nicht perfekt. Destroy them. Und ich habe eine Stichwaffe. Was mache ich damit? Erstmal schwingen. Geil. Und er ist entflammt. Und ich habe Aua. Dein Buch brennt. Aluhut, Mann. Los. Los. Töte Bill Gates. Ja, ich nehme. Geh auf den in der Mitte. Wollte ich gerade sagen. Sobald der nochmal brennt, wird er wahrscheinlich tot sein, wenn du ihn triffst. Nice. Ach Mann, der hat das Schild gehabt. Oh, bluten. Im falschen Angriff gemacht. Aber bluten geht. Nur später ist es richtig eklig. Soll ich's Ja, mach ihn. Mach ihn. Er kommt nämlich nochmal dran. Sicher? Ja. Ja, er würde nochmal drankommen jetzt, danach. Ja, ist ganz sicher, aber normalerweise nach der Runde könnte vielleicht. Oh. Ne, brennen ist immer nach seinem Zug oder so. Ja, mach das. Ach Mist, kein Movimento für mich. Du musst keinen Schildbrecher machen, sondern einfach nur. Oh shit. Ach komm, ey. Seriously. Au! Ja, wär's mal ausgerichtet. Gehen die alle immer auf Sibi. Ich muss auch sagen, in den letzten Runden ist mir auch aufgefallen, dass die KI zum Teil gar nicht so dumm ist. Also die konzentrieren sich meist auf einen, der halt schlecht in der Rüstungsklasse ist. Weil beide kriegen Level Aufstieg! Das Schwert ist für dich, Tobi, oder? Grimoire, yes. Ist das nicht das Ding, was du gerade aufgebuttert hast? Ja, das ist sogar dasselbe, aber ihr könnt ja eh nichts damit anfangen. Außer ihr könnt es halt verchecken. Ja, du brauchst Kohle. Ich habe noch genügend. Das ist auch für mich. Warte. Ist das einhändig? Jo, das ist sogar einhändig. Ja, aber ich weiß nicht, meine. Ich habe halt brennender Schlag und flammender Schwung. Statt nur stechen. Ach, ich sammle es mal ein. Danke, dass du dich um diese spieltrütigen Spinner gekümmert hast, aber ich habe das Gefühl, dass wir sie nicht zum letzten Mal gesehen haben. Das Chaos ist verschwunden. Wir haben eine Chance. Oh Gott. Vielleicht ist doch etwas Besonderes an dir. Es ist mir gelungen, die glitzernde Stollen zu öffnen. Begib dich dorthin, sobald du bereit bist. Ich bräuchte halt noch ein bisschen Kloppe. Oh, und falls du etwas Zeit hast, ich habe eine Kiste mit Vorräten verloren, die ich dringend brauche, um meinen königlichen Pflichten nachzukommen. Suche sie bitte für mich. Finde dies im Reich der Wächterwald und enträtsle es. Verlorene Vorräte. Gott sei Dank kein Text mehr, ey. Jetzt können wir wieder nach Holzrauch und uns ein bisschen heilen. Oder was auch immer ihr wollt. Ja.
Unser nächstes Ziel ist natürlich da unten links die glitzernde Stollen. Da können wir eigentlich direkt hin. Ja, ich muss auf jeden Fall einen Zugbeender machen. Komm, Movimento. Ah Da nee, geh mir dich doch fehlt in der sie. Stadt, kannst dich doch heilen. Ha! So, wie war das jetzt mit Verkaufen? Du gehst einfach auf dein Inventar und dann klickst du auf ein Item und verkaufst es einfach. So, ich wollte verkaufen. Den verbrannten Wälzer. Oder will den noch jemand haben? Den hab ich schon. Wow, 4 Gold. Ja, viel Gold mehr wie vorher. Eigentlich brauche ich hier gar nichts. Vielen. Dienste. Was auch ganz gut wäre, ist, wenn wir uns alle Kräuter kaufen zum Heilen. Ja, weil ansonsten, wenn es blöd läuft, ne? Auch wenn du einen Dungeon und so hast, dann musst du dich halt zwischendurch mal Ja. heilen. Oder Okay, wenn ich krieg einer. nix. Egal. Also ich muss sagen, das ist Regal. bisher die beste Runde auf dem Schwierigkeitsgrad, wo ich gespielt habe. Aber ich sollte den Teufel nicht an die Wand malen. Wie lange geht so eine Runde im Schnitt? Weiß es nicht. Unendlich. Nein, ich glaube, es gibt 5 Stufen, irgendwie zumindest eine Stufe 1 oder so. Also mein Maximum war bisher Level 4. Wohin gehen wir? Wir gehen links Ach unten so, von Holzrauch in dieses Ding rein, diese aber. glitzernden Stollen, aber da wir gerade aktuell da nicht nirgendwo hinkommen. Ja, aber der Sepp muss sich noch heilen, das ist das Problem. Ja. Also nicht im, also in den uralten Steinbruch. Glitzernde Stollen. Ach, mein Gott. Ja, komm. Ich lauf mal außen rum. Kannst du einfach davor stellen. Ja. Nee, ist ja langweilig. Okay. Du bist auf verlorene Vorräte gestoßen. Also sogar Ernst, unsere das ist sogar Sidequest. so eine Quest. Chris, Hey, hast du gut gemacht. soll ich hingehen? Ja, geh Ja. rein. Für unsere Mission. Gott sei Dank, ich hoffe, sie sind noch cool. Ja, mit. Lauwarm Metz. Ja. Hier für deine Bemühungen. Leert. Nice. Alter, Mama. nicht schlecht. Geld. Tobi, ich geb dir dann das Zelt. Ja, kannst du gerne Weil machen. du hast ja dann schon geopfert. Yes. Ah ja. Zug beenden. Oh, was ist das denn? Pardon. Oh, nice. Ja gut, du kannst ihn alleine boxen, wenn du willst. Oder du schleichst dich an ihm vorbei. Ich versuche das gerade mal. Ja. Hat gut geklappt, aber ich bin trotzdem noch vorher dran. Du bist richtig an dem vorbeigetrampelt. Wahrscheinlich noch so über Ja, du den kannst drüber auch flüchten, ne? gestolpert. Du kannst auch flüchten. Ist mir gerade egal. Er hat halt 3 magische Schild. Wird eng, ne? Ja, aber er wird mir jetzt wohl nicht hoffentlich 15 Schaden machen. Oh shit. Freeze. Soll ich erst noch mal wagen oder nicht? Aber wir haben übrigens 3 Leben in dem Spiel. Für unser Team. Easy. Also Magier-Battle ist ja richtig langweilig. Jetzt hast du zumindest mit den Erfahrungspunkten ein bisschen aufgeholt. Eigentlich Kann ich für das direkt Chris, ausrüsten? aber kannst du machen, ja. Das heißt, du kannst jetzt immer einen Schritt mehr laufen. Wo kann ich mein Zeugs verkaufen? Gehst auf Nochmal. dein Inventar, klickst die Sachen an und auf Verkaufen. Das Buch des Du musst Gelehrten. dazu, glaube ich, nicht mal auf den Markt gehen. Du kannst einfach direkt in deinem Inventar die Sachen verkaufen. Bin mal ganz kurz auf der Toilette. Dass er gleich dran ist.
Wir können unterm Strich eh nicht so viel ausrichten, weil er die größte Kenntnis hatte. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Hexenfluch. Benutze dieses Kraut, um 30 LP wiederherzustellen. Kaufen. Benutze dieses Kraut, um 4 Fokus wiederherzustellen. Benutze dieses Kraut, um 13 EP zu erhalten. Mach mal. Das habe ich dann auch bald keine Kohle mehr. Und gut, Moment, dann gehen wir ins Inventar. Ich nutze dieses 13 EP-Ding. Und ich Dienste Gasthaus. So. Bin wieder da. Ja, perfekt. Weil du hast ja ziemlich lang gebraucht. Ich habe langsam gemacht. Ja. Du kriegst kein Movimento. Tut mir leid, ihr müsst runter auf mich warten. Er hat handlungsbegleitendes Reden durchgeführt. Ah, können wir da nicht wieder zusammen rein? Probieren wir aus, ob du uns da nicht einfach mit reinziehen kannst. Ich habe übrigens mal ein paar Kräuter gut gekauft und habe so ein... So gut. Und habe mir so ein Erfahrungskraut gekauft gehabt. Ah, geil. Weil ich ja so ein bisschen hinten dran war. Alter, die sind alle vorher dran. Chris und ich gehen auf die Elfe und du musst du machen. Ah, okay. Nee, wir gehen auf den Typen. Auf den Beutelschneider. Wir gehen auf den Beutelschneider? Ja. Wow. Verkackt. Wobei, Chris, du könntest eigentlich auf die Fledermaus gehen, weil du Bonusschaden auf fliegende Kreaturen machst. Stimmt. Mit deinem Kurzbogen. Wow! Sick. Reicht. Ich glaube, wir haben auch eine ziemlich gute Kombi mit unseren Klassen. Geblockt. Wir haben irgendwie wirklich alles. Ja. Ja, komm, ich nagel die. Letzte Runde gespielt, da hat der... Oh. hat mit ja super Ansage. Funktioniert. Da hab ich die Kräutersammler, glaube ich, genommen und ey, fast jede Runde irgendwelche Kräuter aufgegabelt, wenn er einfach nur rumläuft. Ach komm schon, hättest du jetzt nicht noch Feuer schaden können. Bei Schaden ist doch nix. Ei! Alter Mann immer. Das ist... Ja, könnt ihr... Erhöht dein U. Das ist aber gut für mich, weil ich halt fetten Schaden mache. Oh. Erhöht dein U. Ach, das war übrigens mein Getränk, weil die Ratte es mir geklaut hat. Nur mal so nebenbei. Ah, okay, gut. Kannst du es mir aber rübergeben? Ja, gebe ich dir auch jetzt. Jetzt Viagra probieren. Es erhöht dann. Entschuldigung. Ach, Mann, ich habe mich angesaut. I. Mit Sirup. Aha. Weißem Sirup. Durchsichtigen. Okay. Also okay. Wir sollten auf jeden Fall auf den Magier gehen. Weil der hat versucht, ihn in dieser Runde noch zu killen, bevor er dran ist. Auf wen? Ach so. Der Magier, weil... Der Schamane, weil die sind echt immer nervig, wenn die dich langsamer machen oder verwirren und so. Ja, wie ein Gangster, wie er dabei wegguckt, ey. Jetzt ist er verlangsamt, dann... Dann hau ich ihn kaputt. Okay, dann gehe ich auf den Beutelschneider. Aber Chris, hast du keinen normalen Angriff, der stärker ist? Oder soll ich auf die Fledermaus gehen? Doch schon, bloß ich habe mir jetzt bei ihm konkret gedacht, wer verlangsamt ist. Okay. Leute, soll ich auf die Fledermaus gehen, weil wenn die in Flammen steht... Die Fledermaus mache ich, weil ich habe... Greift die vielleicht nicht mehr an. Keine Ahnung, entscheid du. Mist. Ja, nee, die kriegt nächste Runde erst Schaden. Man.
Siehst du? Nice. Perfekt. Alter! RIP, ja, aber jetzt ist sie RIP. Ich find's gut, wie da noch die brennende Fledermaus liegt. Es riecht so gut. This bed is on fire. Ja, also langsam teile ich auch ein bisschen Schaden aus. Mhm. Oh, das nehme ich mal. Ui. Mir fällt gerade erst auf, wie viele Fokuspunkte ich habe. Also ich könnte sie einschlagen mit 78% Erfolg. Ich würde mal sagen, hat das funktioniert? Ja. Hätte ich versagt, hätte ich 5 Schaden bekommen. Ja, ich hab's. Ich hab's gelesen. Ah, okay. Was ist das hier? Toter Abenteurer. Schön dann. Ja klar. Boah, das ist für dich. Geil. Oh, jetzt haben wir aber den Bogen quasi ist jetzt weg. Ja egal, solange er mehr Schaden macht und coolere Animation hat. Oh. Hier, den Block machen wir zuletzt, glaube ich, weil er hat am meisten Energie und solange wir ihn nicht tot kriegen, sind die anderen halt ständig dran. Deswegen zuerst auf den Geist. Immun gegen Feuer, das ist der Geist da, der Moment. Ja, dann, oder der Koboldkrieger, den muss ich so oder so machen, weil dann da macht ihr nicht genug Schaden. Aber geht auf den Typen, weil der den kann ich auch nicht anbrennen. Ich gehe auf den Geist. Ja, genau, wir gehen auf den Geist. Ja, hat sich gelohnt. Ich brauche echt einen Ausweichwert. Ich wollte gerade sagen. Oder halt Rüstung. Du hast ja keine Rüstung. Oh shit. Nein! Verklickt. Ich hab mich verklickt. Sorry, Leute. Passiert. Oh. Meine Waffe ist kaputt gegangen. Soll ich einen Koboldkrieger fertig machen oder einen Geist? Mach den Geist fertig. Mach den Geist fertig, weil okay. Dann ist der schon mal nicht mehr dran. Oh, meine Waffe ist putt. Du auch bald. Ja, ich so, und jetzt dieses Mal auf die richtige Person. Und dieser Blob ist auch richtig scheiße, weil er kann uns halt alle vergiften. Ja, so viel dazu. Was? Dann nur auf den Blob gehen. Der Koboldkrieger lebt nicht mehr. Setz jetzt mal 2 Hände ein oder nehme ich die Fackel in die Hand? Der 2 Hände macht halt 15 Schaden. Die Fackel nur 11, aber die ist einhändig. Aber die Fackel zerbricht, sobald ich kritischen Fehler mache. Nur Schwert. Auf den Würfel, genau. Sepp, kannst du eigentlich sowas wie Gruppenheilung machen? Mit deinen Kräutern? Das werde ich gleich rausfinden. Als wir Michi gespielt haben, konnte er das ständig. Ich weiß nur nicht, ob er jetzt die Klasse gespielt hat oder eine andere. Ah, egal. Wenn du aufs Kraut gehst, kannst du sowas wie... Ja, ich guck gerade. Okay. Benutze über dieses Kraut beim Reißen, um auf unauffindbar zu werden. Benutze dieses Kraut, um 4 Fokus wiederherzustellen. Benutze dieses Kraut, um 2 Gift, Blutung und alle Elementareffekte zu kurieren. Und 2 Gift? Es gibt 2 Gift? Ja, anscheinend. Nein! Okay. Ich hab's versucht. Ja, alles gut. Und der Chris hat ja auch noch eins, das kann ich auch verwenden. Der Galatwürfel brennt! Chris nutzt auch die Entgiftung, weil das ist echt mies. Weil deine Werte gehen alle runter. Ich auf einfach draufklicken. Achso.
Hä? Unten in den kleinen Bildchen. Da klickst du einfach drauf. Um 2 Giftblutung und alle Elementarkräfte zu kurieren. Und ich bleib einfach mal vergiftet, weil es mir so Spaß macht. Achso, du hast keins mehr. Nie gehabt. Und Flatsch. Flatsch. Und bitte ein Ginseng. Bitte für dich. Ausrüsten. Moment, abgenutzter Kragen ist plus 1 Bewegungsbonus und plus 3 Geschwindigkeit. Das kannst du danach dem Chris geben. Ja, aber andererseits war gerade eben auch, glaube ich, ganz gut, dass ich einen Ticken eher dran bin wie die Gegner. Klar, wie du willst. Allerdings, du hast wir brauchen das halt alle nicht. Ja, gut, ich riss aus. Und gib das andere dann, Chris. Ja. Oh. Das kann. Wer hat noch keine gescheite Rüstung? Wir haben alle Rüstung, ne? Sepp, du ziehst es an. Na, ich habe nicht wirklich Rüstung, aber ich habe was mir, glaube ich, Intelligenzboost gibt. Warte mal kurz, ich schau nach. Ich gebe es einfach mal weiter. Ihr könnt ja mal bei Ausrüsten vergleichen. Ja. Wenn nicht, nimm es mit und verkauf's. Ich habe gerade einzig Einrüstung, 3 Widerstand, ein maximaler Fokus, minus 2 Stärke, plus 2 Intelligenz. Ja, nimm mit und verkauf's. Ja. Aber mein Regenmantel gibt mir so viele Immunitäten. Alter. Verwirrung, Fluch, bla, Verängstigung. Habe ich irgendwas, Wasser, wo ich dir geben könnte? Leider nicht. Ja, du könntest mir halt ein Kraut geben zum Heilen. Später, aber. Ja, muss ich dir auch, glaube ich, auch. Machen wir eine Gruppenpause? Nö, brauchen wir nicht. Also, wir könnten ein Zelt verwenden, um uns zu heilen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Kraut? Kannst du mir Kraut geben? Ich habe kein Kraut, was dir heilt. Ja, aber Lebenspunkteheilung meine ich. Achso, Moment. Gottesbad. Habe ich mir nicht gekauft, weil wir ja direkt in die Dungeon sind. Warte. Ich gebe dir das sofort. Wo ist denn das? Da. Geben. Danke. Na, wie läuft's? Ja, ganz okay. Jetzt kommen die Fiesen. I am not the fiesen Plucker, I am the fiesen Plucker's mate. Ja, was auch immer das war, wir haben es geblockt. Wohin denn als erstes? Auf die Hexe? Auf die Hexe. Definitiv auf die junge Hexe, ja. Könnte auch Flächenschaden machen. Nee. Wir gehen zuerst auf die Hexe. Wie läuft's bei euch? Au! Ja, du solltest dich mal heilen. Du musst einfach nur auf das Kraut klicken, dann heilst du dich. Und jetzt ist gerade die Frage, soll ich auf die junge Hexe gehen? Ich kann die eh nicht töten. Das bringt ja, geh auf die Hexe. Wir müssen die auf jeden Fall kaputt. Ja, wobei, die kommt eh dran. Die kommt eh dran. Ja. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich gehe auf die Fledermaus. Weil dann kommt die. Wenn wir Glück haben, schon nicht mehr dran. Nice. Das war erstaunlich. Wach. Unerstaunlich. Alter, ja. Ich kann spalten. Das macht 26 Schaden. Ach, wir das, auf dem Meer legen? Nee, das mache ich beim Endboss mit Fokus. Ah, ja. Alter! Und das Problem ist, ich bin noch vergiftet, meine Werte sind ziemlich schlecht. Ich habe noch eine passive Fähigkeit, übrigens Nebeln, fällt mir immer wieder mal auf. Das kannst du beim Endboss machen. Warum? Und ohne Blutung? Ja, jetzt müssen wir ihn schnell töten, weil Blutung macht richtig viel Schaden. Wir sind übrigens bei 19 Stunden 45. Bitteschön. Sehr gut. Ja, gut, Chris, kannst du haben, ne? Ist das für dich? Das ist aber wieder eine zerbrechliche Waffe. Sammeln sie bloß. Ich nehme das mal, dann habe ich wenigstens was zum Ausweichen.
Ihr habt ja beide jeweils eins. Ja. Sogar zwei. Wow. Soll ich dir noch mein Dingskraut da geben? Welches? Das Gottesbad. Ah ne, was hast du jetzt da gerade genommen? Ich hab, ja, egal, wir gehen weiter. Ja, bereit. Ich hoffe, dass irgendwie mal ein Händler oder so kommt, wo ich mir eins kaufen kann. Weil es gibt in den Dungeons auch Händler. Ja. Jetzt lass mal gucken. Den Merling, oder? Bitte Merling nehmen, ja. Achso, nicht. Ja, genau. Ich gehe dann auf Knochen. Zittert der sich auch so ein ab bei euch? Ja. Ja. Du kannst ja wieder auf die Fledermaus gehen. Ja, ich gehe auf die Fledermaus. Oder auf den Knochensoldaten. Ja, nee, wir sollten erst die Fledermaus killen, also du. Ja, weil dann ist die mit mich schon mal nicht mehr dran. Wenn ich treffe. Burn! Nein! Oh. Egal. 7 Schaden. Wow. Au. Alter, wieso immer dann, wenn ich am Rand bin? Als auf den am Rand gehen. Wie er da hockt. Nee. Macht ihr ruhig, ich chill hier. Der Kopf die ganze Zeit. Nee. Da wackelt bei euch auch so, oder? Ist die Frage, warte mal kurz, macht lieber die Fledermaus platt. Weil ich gehe auf den Knochensoldat. Auf Flächenschaden gehen. Das müsste die Fledermaus auch mit ran. Okay. Aber wackelt der bei euch den Kopf? Hoffe. Nee. Echt nicht? Oh, das sieht aber lustig aus. Hab mich schon. Ja. Nice. Hab mich schon gewundert, wieso keiner von euch lacht. Aber das sieht halt wirklich lustig aus. Haut trotzdem nochmal zu. Soll ich auch nochmal irgendwann schlagen oder? Ja. Der obligatorische Schlag. Es mussten ja nur ranpusten. What? Ja, krass. So wie so dem Thema. Mach's aller Phasmophobia und mach. Ja, du bist dran, Chris. Ich weiß. Ja, wahrscheinlich, so oder so, verbrennt er wahrscheinlich gleich. Also, es war genau 2 Schaden. Widerstand, auf Ausweichen. Fischerhut. Den könnte ich gebrauchen. Dann... Ja, wobei... Nimm ihn. Oh, ich habe halt so einen guten, ich hab so viele guten, Immunitäten. Genau. Der Aluhut. Ja, dann gib's einen Chris. Wir sollten aber nicht alle aussetzen, weil sonst wird es weggeschmissen, glaube ich. Genau, ja. Es würde halt zu meinem Outfit passen. Aber Chris soll es, glaube ich, auch... Genau. Was ist denn das? Minus 2, Giftimmunität und Flugimmunität. Das ist geil. Ich gebe dir das mal, weil vielleicht hebt das Gift auf. Oh ja? Und du hast eh die meiste Gesundheit, von dem her. Stimmt. Wann habe ich das zum letzten Mal gehabt? Nee, ich meine... Ja! Nein. Oh, perfekt, das brauche ich. Das brauche ich. Das brauchst du ja, also aussetzen. Oh Gott sei Dank, ey. Ich krieg Refokus immer. Ich darf 3 drücken. Boah, ich gebe halt für die Immunitäten gebe ich 2 Widerstand auf. Ja, aber was? Die Immunitäten. Ein Händler. Da können wir jetzt Kräuter holen zum Heilen. Ja, brauchen wir auf definitiv mit Laden. Oh. Alter, ja, billig ist der nicht, der Typ. Boah, Koboldbogen hier für Chris. Also ein Gott. Also für mich gibt's irgendwie nichts. Oh ja. Doch für dich gibt's Klee des Feiglings. Und der schwere Bogen. Den kann ich mir nicht leisten. Der schwere Bogen ist aber auch nett. Ich nehme mal ein Gottesbad, weil das ist so, glaube ich, so das, was wir hier am ehesten brauchen können. Ich kaufe mal den Koboldbogen. Mehr kann ich mir eh nicht leisten. Und schon habe ich keine Kohle mehr. Ich auch nicht. Ich habe es für Heilung. Das heißt, ich muss das auf Aussetzen klicken. Yes. Weil der Zug greedy auf dem Bogen, dass ich nichts habe. Chris, ich gebe dir mal noch ein Kraut. Oder will irgendjemand irgendwas noch Besonderes kaufen? Wir können ja auch Geld zueinander schieben. Ja, wir können, genau, aber
Ja, Geld haben wir jetzt eh keins mehr. Chris, halt dich mal noch. Ja, bin gerade dabei. Ich warte, nee, ich würde noch ein bisschen warten, das stellt 30 HP her. Ach stimmt, bei euch sind es ja 30, stimmt. Ich habe die Pfeife noch nicht. Ja. Ja, dann warte. Danach kommt, an den nach kommt noch ein Raum und dann kommt Boss. Ja. Oh, er ist verschwunden. Er hat sich wegteleportiert. Ja, Steintür. Ich kann einschlagen. Ja. Ich bin bereit. Wir sollten direkt auf den in der Mitte gehen, der kann richtig fiese Sachen. Blieb und wird je erfahren, was hier unten mit euch passiert ist. Nur, dass ihr eure armseligen Quests versagt habt. Was? Mann, ich hätte nur gerne aus Sachsen gesprochen. Oh, Entschuldigung. Au! Oh oh, du bist verfolgt. Hit? Direkt, geh mit Fokus rein. Voll mit Fokus. Aufgeschissen. Soll ich Flächenschaden machen? Wenn du damit alle anzündest? Ansonsten zünd ihn an. Ja, perfekt ist entzünden. Dann mach voll Fokus. Er hat Widerstand. Ach, weil der Schaden nicht hoch genug war. Au! Ich glaube, du musst healen. Ich glaube, ich. Was? Ja, ich. Kann ich das jetzt schon du machen? Auch. Ich auch. Ich glaube, ich bin tot. Wenn ihr dran seid. Ich glaube, ich bin tot. Ja, einer von uns zwei stirbt jetzt. Jetzt Glück geht auf mich. Oh, alles andere wäre tödlich gewesen. Heil dich, heil dich, heil dich. Was war nochmal das Heilkraut? Oh. Wieso? Das türkisgrüne da. Wenn ich jetzt was Waffe wechsle, das zählt als Zug, oder? Ja. Ah, blöd. Ich geh auf den Chaospriester. Ja. Wir müssen den zuerst legen. Der ist zu krass. Jetzt haben wir ein Problem. Ich hätte Fokus nutzen sollen. Ich kann ihn nicht killen. Dann nimm ein Skelett. Aber heilen nicht vergessen. Ja. Oh, ich bin ja blöd. Ich habe ja noch einen Trank, der mich stärker macht. Oh. Da brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ja, gut, dann heißt das jetzt, dass ich einzelnen Angriff machst. Was ist denn das andere? Mal kurz. Ausweichen erhöht. Oh ja, das kannst du auch machen, wenn du schon keinen killen kannst. Ich darf einen Spieler auswählen. Ja. Wer will eher ausweichen können? Also ich habe schon gut ausweichen. Ich glaube, Ninja wäre sinnvoll. Ich habe keine Rüstung mehr, weil sie mir auf Null gesetzt haben. Oh, das ist jetzt natürlich schlecht. Au. Ja, komm, zerlegen ihn. Jo. Selbst den Fluch musst du ja in deiner Stadt aufheben lassen, also musst du dich irgendwie segnen lassen oder so. Alter, wir sind so ein gutes Team, verdammt nochmal. Ausweicht. Ich bin echt froh, dass ich hier diesen blöden Ausweichding gegeben habe. Ja, jetzt ist er tot. Ach ja? Und Batz. Ah ja. Weißt du, der andere bekommt einen Levelaufstieg. Ja, ich habe ja auch plus 25% Erfahrung. Teleport ist für Sepp gut. Da wird man einen Nutzer sofort. Ja, das ist für Sepp. Oh, das kann. Das ich kann hab ich was, nehmen. Was ich brauch, was ich da schon hab. Ich hab Vitalität halt viel, das ist gut. Schnelligkeit ist stark vermindert, ist bei mir gerade.
Das ist. Könnt ihr euch teilen. Warte mal ganz kurz. Rüstung, 6 Widerstand, minus 1. Meins. Wollte ich gerade sagen, weil für mich ist das scheiße. Definitiv meins. Ist in allem besser. Okay, du hast Fluch der Trägheit. Schnelligkeit ist stark vermindert. Ja. Ich geb's dir. Meins. Also der kann wirklich so Portale erschaffen, da können wir alle durchlaufen. Und je nach Intelligenz ist es halt ultra weit. Da können wir halt einfach ans andere Ende der Karte gefühlt. Okay, 71 ist Erfolg und 5 ist. Und, oh Gott, na, ja, gut. Ich mach einfach. Ich hätte Fokus nutzen können, ist mir gerade erst aufgefallen. Ja, yeah, unsere erste Hauptquest erledigt. Der letzte Kampf war jetzt immer knackig, aber davor war irgendwie easy. Der minus 2 Chaos sogar. Not bad. Das Chaos ist verschollen. Ja. Was zum Teufel, was auch immer du dort unten gemacht hast, hat eine riesige Illusion über die Meer aufgelöst. Dieser Turm kann nur Herzul sein. Der Eingang zum Heiligtum des Chaos. Ich dachte, das wäre nur Legende. Ebi? Ja, Text ist vorbei. Ich muss klicken. Oh, Chris, du darfst. Du hast meinen Turm entdeckt, aber du weißt nicht, wie du ihn erreichen kannst oder welche Bedeutung der hat. Finde ich toll. Okay, ergib dich und setze diesem Wahnsinn ein Ende, ehe du meinen Zorn entfachst. Diese Stimme. Diese Stimme. Geh nach Barit und reich die goldenen Ebenen, so schnell du kannst. Dreher Balor, mein Kollege dort, kann dir alles über den nächsten Schritt erzählen. Questziel, gehe nach Barit im Reich die goldenen Ebenen. Perfekt. Gehe nach Barit im Reich die goldenen Ebenen. Warten auf Remote-Spieler. Refocus! Ich krieg immer einen Refocus!